Mit dem Vortrag unseres ersten Kandidaten begeben wir uns in das vielfältige Reich der Mücken und Gerüche. Diesem hat sich der 1984 in Frankfurt geborene Kandidat, der sich selbst als Weltenretter fühlt, in ganz besonderer Weise verschrieben. Studiert hat er Ökotoxikologie an der Goethe-Universität in Frankfurt sowie auch ein Jahr lang an der TU Dresden, was er liebevoll sein Auslandssemester nennt. In der Ökotox, sagt er, gibt es eigentlich nur zwei Sorten von Studenten. Die, die später in der Wirtschaft viel Geld verdienen wollen, oder die, die die Welt retten. Er selbst sieht seine Zukunft so in einem Zwischenbereich, er nennt es Citizen Science, wo er als Koordinator interessierten Bürgern das Mitarbeiten in wissenschaftlichen Projekten ermöglichen und damit eine Brücke zwischen dem Elfenbeinturm der Forschung und der normalen Bevölkerung schlagen will. Und ganz konkret träumt unser reiselustiger Kandidat davon, Forschungsreisen zu unternehmen, bei denen interessierte Laien bezahlen, um sich im Dienste der Wissenschaft die Finger schmutzig zu machen. Und an der Ökotoxikologie begeistert ihn, dass man ein Ökosystem auf allen Ebenen betrachtet. Also nicht nur die reine Artenzusammensetzung, sondern wie es so einem Organismus in seinem Lebenslauf ergeht und wie ein Organismus mit Schadstoffen bis auf Zellebene umgeht. Dafür wartet ein Ökotoxikologe natürlich nicht, bis er einen geschädigten Organismus in der Natur vorfindet, sondern er vergiftet seinen Modellorganismus gleich selbst. Unser Kandidat hat sich die asiatische Tigermücke als Modellorganismus ausgesucht und sie dafür im Rahmen seiner Diplomarbeit sogar erfolgreich in Zucht gebracht. Er hat eine Quarantänekiste entwickelt, aber das hören Sie gleich noch. Und inzwischen ist die asiatische Tigermücke auch Gegenstand seiner derzeit in Arbeit befindlichen Doktorarbeit am Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum der Goethe-Universität und der Senckenbergischen Gesellschaft für Naturforschung. Und wenn er nicht gerade seinen Modellorganismus vergiftet oder stundenlang im Labor Mückenkästen putzt oder Excel-Tabellen herumschiebt, dann verdingt er sich als Sanitätshelfer und steigt bei Wind und Wetter ins Drachenboot, um sich mit seiner Senckenberg-Crew bis zur völligen Erschöpfung auszupowern und anschließend, das ist das Wichtigste, beim Stafettesaufen gegen andere Crews anzutreten. Oder aber, vielleicht auch im Anschluss, setzt er sich sehr gerne eine Rockabilly-Perücke auf oder verkleidet sich als Monster oder Roboter. Ja, und seinen ersten Science-Slam, den hat er im November 2013 in Frankfurt absolviert und da hat er auch gleich den zweiten Platz belegt. Und nach 8 weiteren Slams hat er sich dann sogar für den Regionalentscheid West des Deutschland-Slams 2014 qualifiziert. Und heute will er das Marburger Publikum, also Sie, begeistern, denn seine Mission ist es, interessante Forschung aus dem Labor herauszuholen und in die Bevölkerung zu tragen, denn er selbst, und das finde ich sehr löblich, sagt, es ist ein Privileg, den Weg der Forschung zu gehen. Und er möchte daher möglichst viele Teile der Bevölkerung an seiner Forschung teilhaben, denn die finanzieren es ja letztlich. Begrüßen Sie also mit mir den Mückenpeiniger und Weltenretter Aljoscha Kress mit seinem Vortrag Stechmücken fängt man mit Limburger Käse. No me moleste mosquito, venid mal burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? So, vielen Dank erstmal für diese nette Einladung hier nach Marburg. Der Titel meiner Präsentation ist Stechmücken fängt man mit Limburger Käse. Zuerst jedoch möchte ich die Frage beantworten, die mir eigentlich immer als erstes gestellt wird, wenn ich erzähle, dass ich mit Stechmücken arbeite. Und zwar, wie kommt es eigentlich, dass ich immer gestochen werde, beziehungsweise wie kommt es, dass ich nie gestochen werde? Und es kommt daher, dass sie eine Bakterienfauna auf ihrer Haut erben, und zwar von dem Menschen, der sie als erstes berührt, wenn sie auf die Welt kommen. Also der Chefarzt, die Hebamme oder der Taxifahrer, je nachdem. Und da gibt es grob gesagt zwei unterschiedliche Typen, die mehr Mikrokokken auf der Haut haben und die mehr Diphtheroiden auf der Haut haben.
Und je nachdem, was für ein Schweißbouquet man eben besitzt, bevorzugt die ein oder andere Mückenart einen eben mehr oder weniger. Und sogar auf Populationsebene ist das gezeigt worden. Also wenn Sie am heimischen Baggersee immer gestochen werden, können Sie vielleicht einfach das Pech haben, dass die 2, 3, 4 Mückenarten, die dort vorkommen, ausgerechnet Ihr Schweißbouquet eben besonders attraktiv findet. Weitere Faktoren. Geschlecht ist kein Faktor, denn sowas wie dickere Haut des Mannes schützt uns eigentlich nicht davor. Das heißt, Stechmücken sind keine Sexisten. Außer Hausmittelchen wie Vitamin B, Knoblauch, Bananen, all diese Sachen, die man essen könnte, irgendwie um Mücken zu vertreiben, das hilft eigentlich, zumindest wissenschaftlich nachgewiesen, nicht. Sowas wie süßes Blut gibt es eigentlich auch nicht. Wenn, dann spielt der Blutzuckerspiegel und Blutfettspiegel nur eine sehr untergeordnete Rolle und es kommt eher darauf an, wann Sie die letzte Mahlzeit zu sich genommen haben. Aber süßes Blut, nein, es ist der Schweißbouquet. Alkohol dagegen spielt eine wichtige Rolle. Sie dünsten einfach wesentlich stärker aus. Das heißt, auf einem größeren Radius hinweg ziehen Sie die Mücken dann eben an. Das heißt, eventuell am Baggersee, wenn Sie häufig gestochen werden, sollten Sie ein bisschen auf Ihren Alkoholkonsum achten. Das kann vielleicht auch schon ein wenig helfen. Und die Körperhygiene. Ist auch irgendwie so klar, wenn man eben Bakterien auch noch irgendwie Vorschub gewährt, dadurch, dass man sich eben nicht wäscht, dann riecht man einfach wesentlich intensiver nach diesen typischen Schweißgerüchen. Besonders würde ich Ihnen empfehlen, auf eine gute Fußhygiene zu achten in Regionen, wo die Malariamücke ihr Unwesen treibt. Denn die Malariamücke hier unten rechts zu sehen, ist besonders scharf auf Käsefüße. Käsefüße, vielleicht klingt es jetzt bei dem einen oder anderen, wie der Titel meines Vortrags heißt, denn in der Tat kann man mit Limburger Käse Stechmücken fangen, denn das Schwesterbakterium, was zwischen unseren Fußzehen sitzt, bildet im Limburger Käse den typischen Geruch und Geschmack. Dieselben aliphatischen Fettsäuren werden produziert, was die Mücken eben anzieht. Und damit Sie sehen, dass ich Ihnen hier auch keinen Humbug erzähle, habe ich in die Publikation rausgesucht. Der Herr Knolls hat das 96 in einem der ehrwürdigsten Journals, The Lancet, publiziert. Verdient mittlerweile seine Brötchen damit, dass er Stechmückenfallen auf Basis von Limburger Käseextrakt vermarktet und hat dafür sogar einen Preis gewonnen. Den Ig Nobel Nobel Prize für besonders skurrile Forschung. Die asiatische Tigermücke kommt, wie der Name eigentlich schon sagt, aus dem südostasiatischen Raum und mittlerweile ist sie überall auf der Welt, also zumindest auf allen Kontinenten, verbreitet, außer vielleicht der Antarktis. Und Modellrechnungen sagen voraus, dass sie eben auch viel weiter verbreitet sein wird als jetzt schon, zum Beispiel auch in Deutschland. Und wir bekommen neben den 42 Stechmückenarten, die wir hier schon mittlerweile haben, neue Arten dazu. Wie schafft es jetzt aber so eine kleine Stechmücke eigentlich so transkontinental sich zu verbreiten? Nicht, wie Sie vielleicht denken würden, mit dem Auto. Jeder hat vielleicht eine Stechmücke im Auto mitgehabt, die hat vielleicht sogar gestochen, aber wenn die dann blutgesogen aus dem Auto rauspurzelt, braucht die direkt eigentlich eine Wasserfläche, wo sie die Eier ablegen kann, denn Stechmücken sind sehr schlechte Flieger. So 200, 300 Meter, sagt man, können die sich dann eigentlich dann noch entfernen. Und wenn überhaupt, sind es eher kurze Strecken, aber nicht transkontinental. Züge sind jetzt auch nicht unbedingt so das Mittel der Wahl von Stechmücken, wie die sich fortbewegen. Und Flugzeuge werden sogar begast, wenn sie aus Malariagebieten kommen. Also, was ist das Rätsels Lösung? Alte Autoreifen. Denn egal wie sie es drehen oder wenden, es kann immer reinregnen und sich eine kleine Pfütze drin bilden. Perfektes Brutgewässer für so eine Stechmücke. Es kann ein bisschen Fallaub reinfallen, die Dinger sind auch noch schwarz, ziehen die Wärme an. Und die Eier von zum Beispiel der asiatischen Tigermücke sind trocken und sogar frosttolerant. Das heißt, die Pfütze trocknet aus, dieser begehrte Rohstoff Kautschuk wird überall auf der Welt dann weiter verschifft und das nächste Mal, wenn es reinregnet, haben wir nicht nur die Mücke verbreitet, sondern auch noch ein perfektes Brutgewässer gleich mit. Eine zweite Möglichkeit sind diese Lucky Bamboos, die, da blutet auch so ein bisschen mein kleines Botanikerherz, eigentlich Drachenbaumgewächse sind und keine Bambusgewächse. Auf jeden Fall werden die auch im südostasiatischen Raum herangezogen, zum Beispiel mit Schiffen eben nach Amsterdam, Rotterdam gebracht, in holländischen Gewächshäusern bis zur Marktreife gezüchtet und die an der Wasserkante abgelegten Eier schlüpfen dort in holländischen Gewächshäusern. Stechmücken sind Plagegeister. Wenn, wie der Dalai Lama zum Beispiel sagt, wenn Sie denken, Sie sind so klein auf der Welt, dass Sie keinen Unterschied machen, versuchen Sie mal mit einem Moskito in einem Zimmer zu schlafen. Aber Stechmücken sind auch eine große Bedrohung unserer menschlichen Gesundheit. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel kann 22 fiese Krankheiten übertragen, darunter zum Beispiel das Westnil-Virus, Gelbfieber, Chikungunya-Fieber, Pferdeenzephalitis oder Elefantitis, wo man diese dicken Beine zum Beispiel auch bekommt, und zum Beispiel auch das Dengue-Fieber.
Denguefieber wird auf Deutsch auch das Knochenbrecherfieber genannt, denn es kommt zu inneren Blutungen, die tödlich sein können, aber auf jeden Fall so schmerzhaft sind, dass man denkt, dass einem alle Knochen gebrochen sind. Jetzt möchte ich ein kleines makaberes Ratespielchen mit Ihnen machen. Und zwar raten Sie und rufen Sie einfach mal laut herein, was denken Sie, wie viele Menschen sterben weltweit pro Jahr durch Haiangriffe? 20. 10, 13 habe ich so gehört. Eine gewisse Vorbildung hat dieses Publikum wahrscheinlich schon, Studentenstadt, okay. Also meine Quelle sagt zwischen 7 und 13 Stück. Jedoch töten wir im Jahr ungefähr 100 Millionen bis 200 Millionen Haie. Das heißt ungefähr 3 Haie pro Sekunde. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir gerade mehr Haie umgebracht, als Menschen durch Haiangriffe sterben. Nächste Kategorie, Flugzeugabstürze, war letztes Jahr sehr medial präsent gewesen. Einfach mal so Zahlen reinwerfen, was Sie so denken. Na, schon mehr? Da, das haut schon in die Richtung hin. Also ein bis zwei Jumbo-Jets sind es eben schon. Hier die Quelle, wer es nicht glaubt. Nächste Kategorie, Terroranschläge. Und da zählen jetzt halt zum Beispiel auch die ganzen Armeeangehörigen dazu, die zum Beispiel durch Sprengstofffallen am Wegesrand oder sowas umkommen. Rufen Sie einfach mal rein. 5.000 habe ich gehört. Wie viel? 2.000. Na, schon alles ein bisschen mehr. In guten Jahren 12.500, in schlechten Jahren 22.000. Und es ist auch so die Größenordnung, wo wir uns beim Denguefieber bewegen. 22.000 Menschen pro Jahr sterben, also Äquivalente zu Terroranschlägen. Interessanter auch hier die Zahl, die dahinter steht, 390 Millionen Infektionen pro Jahr. Als Größenordnung, das ist die komplette Bevölkerung von Südamerika, die jedes Jahr 6-7 Wochen mit dem Knochenbrecherfieber einfach mal flach liegt. Die gute alte Influenza rafft zwischen einer Viertelmillion und einer halben Million Menschen dahin. Im Autoverkehr sterben schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen und die Malaria auch von Mücken übertragen bis zu 1,8 Millionen Menschen. Was machen wir jetzt beim Senckenberg Biodiversitätszentrum eigentlich? Wir züchten diese Tiere und vergiften sie. Dazu habe ich, wie gesagt, in meiner Diplomarbeit eine Quarantänekiste entwickelt. Kernstück des Ganzen ist eine IKEA-Sammlerbox. Warum IKEA? IKEA gibt es in 26 Ländern dieser Welt und wir möchten ein standardisiertes Testverfahren anbieten, was andere Mückenforscher eben aufgreifen können, nachbauen können, um eben vergleichbare Ergebnisse zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgruppen herzustellen. Sie sieht ein bisschen spartanisch aus, bietet aber eigentlich alles, was so eine Mücke zum kompletten Lebenszyklus braucht. Ein kleines Larvengefäß, wo drin wir die Mückenlarven eben heranzüchten und mit Fischfutter füttern. Dann können die Larven sich verpuppen, die Puppen schlüpfen, die Mücken fliegen da fleißig umher und wir können sogar eine künstliche Blutmahlzeit reichen. Dazu nehmen wir abgelaufene Blutkonserven, ein paar Milliliter davon, tun das in ein Stückchen Schweinedarm rein, ein Temperaturfühler kommt rein, eine Heizfolie oben drauf und das Ganze wird auf 37 Grad Körpertemperatur erwärmt. Und wenn wir dann ein Stückchen Mullbinde nehmen und ein bisschen Achselschweiß drunter reiben, dann geht es auch so richtig rund in diesem Kasten. Ein, zwei Tage danach legen dann die Mücken hier unten in den kleinen Gefäßen auf das Filterpapier ihre Eier ab und wir können den ganzen Lebenszyklus machen. Wer jetzt Lust bekommen hat, Mücken selber zu züchten zu Hause, hier ist meine Publikation. Da kann man nachlesen, wie man sich das selber zusammenbaut. Was genau gucken wir uns jetzt eigentlich an? Also zum Beispiel in diesem Larvengefäß vergesellschaften wir invasive und einheimische Mückenarten zusammen, also zumindest die Larven, und lassen die ein bisschen um Futter kämpfen. Und gucken eben, welche sind konkurrenzstärker. Wir haben schon herausgefunden, dass eben die invasive Mückenart konkurrenzstärker als die einheimische ist. Das heißt, sie kann prinzipiell in denselben Gewässern vorkommen. Oder wir kippen ihnen zum Beispiel Insektizide in Deutschland, zugelassene Insektizide auf den Kopf und gucken, ob die wirken. Oder epigenetische Agenzien und lassen sie dann epigenetisch mutieren, um zu gucken, wie sie sich zum Beispiel Stressoren wie Kälte hier im temperaten Winter oder zum Beispiel Insektiziden gegenüber anpassen kann, also auch in Zukunft und im Zuge des Klimawandels. Man kann also zusammenfassend sagen, in Senckenberg züchten wir epigenetisch mutierte Killermücken und füttern sie mit menschlichen Organen, denn Blut ist ein menschliches Organ. Und weil es eine sehr verstörende Vorstellung ist, möchte ich meinen Vortrag eigentlich mit ein paar schönen Bildern von Mücken beenden. Und ich denke, wenn man sich diese Tiere ein bisschen genauer anguckt, dann weiß man, dass sie manchmal auch sehr zum Knutschen sind für uns Wissenschaftler. Und ich bedanke mich für Sie, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen auch ein bisschen was mitgegeben zu haben und Sie unterhalten zu haben. Vielen Dank!